So, meine lieben Freunde, lass es geschehen. Heute sind wir bei The Witcher 3 und dort habe ich einen Glitch gefunden, wie man sich einfach richtig OP machen kann. Das fängt halt damit an, ihr braucht den DLC Hearts of Stone und ihr müsst bei diesem Runeboy hier oben, den Runenschmied, einen Gegenstand verzaubern. Also verwandeln lassen für den Typen. Und ich habe das gemacht, dass ich diesen Gegenstand genommen habe, Vipernrüstung, und habe da reingemacht Muskelkraft. Alle angelegten Rüstungsteile gelten als schwer. Jetzt mache ich das so, dass ich einfach diese Rüstung immer wieder tausche und dadurch steigt die DPS des Silberschwertes, des Stahlschwertes und meine Vitalität ständig an. Das könnt ihr jetzt die ganze Zeit sehen. Und bleibt auch kontinuierlich so. Das könnt ihr einfach jetzt die ganze Zeit machen. Und dadurch seid ihr halt einfach richtig übertrieben OP. Und könnt dann halt mit diesen starken Schwertern rumlaufen. Wenn die jetzt komplett ausgebaut wären, dann würden die auch repariert. Dann werden die noch kräftiger. Hier habe ich auch noch einen Boni drauf gemacht, dass Rüstungsschmiede Tische und Schleifsteine dauerhaft bleiben. Das heißt, wir hätten da den Schaden dauerhaft. Und man sieht halt einfach, dass ich jetzt hier die Rüstung wechseln kann. Und meine Vitalität steigt ständig an. Und meine DPS des Silberschwertes halt auch. Und das kann man halt benutzen, wenn man Lust hat, um halt, wenn man halt keine Lust hat, hier irgendwie sich so durchzumetzeln oder einem das zu schwer ist, kann man sich da richtig hoch pushen und damit kann man dann rumlaufen. Ich zeige euch das nochmal. So ein Hieb auf so ein Monster macht so ein starker Hieb, macht glaube ich 6.000 bis 7.000 Schaden. Und ich glaube, das höchste normalerweise ist, wenn man das richtig spielt, jetzt gerade auf Level 39 und man hat so geskillt wie ich, dann ist man so bei 1400, 2000 Schaden, so in dem Dreh. Mal gucken, hier ist ein Außenposten. Hässlicher Bastard. Und wir sehen jetzt. Da haben wir gesehen, zwei Hiebe für den. Und das ist aber so ein großer Drache. Der ist halt sofort weg. Also mit den starken Hieben natürlich nur. Wir machen den halt, jetzt will ich lügen, so 13.000, 14.000 Schaden. Und das ist halt schon richtig übertrieben. Kann man nutzen, muss man aber nicht. Wollte ich nur mal gezeigt haben. Also wie gesagt, einfach zum Runeboy gehen und dann eine Rüstung, eine mittlere Rüstung am besten so verzaubern, dass Muskelkraft drauf ist. Alle angelegten Rüstungsteile gelten als schwer. Und dann tauscht ihr die Rüstung einfach nur die ganze Zeit mit eurer Rüstung aus und könnt dann so viel DPS ins Silberschwert und ins Stahlschwert reinhauen und so viel Vitalität, wie ihr halt möchtet. Das bleibt euch überlassen, ob ihr das used. Ich wollte es euch nur zeigen. Ich hoffe, der Bug wird bald behoben. Danke fürs Zusehen und wir sehen uns wieder. Tschüss, bis dann.